Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 21 Spielerkarriere als Verteidiger, Rechtsverteidiger bei Arminia Bielefeld. Ich nehme die Folge hier im Anschluss auf. Das heißt, ich weiß nicht, was ihr mir unter die letzte Folge geschrieben habt als Feedback. Nichtsdestotrotz haben wir letzte Folge jetzt dann, ich sag mal, endlich verloren. Ja, wir hatten ja eine ungeschlagene Serie. Wir waren ja echt lange, lange ungeschlagen. Jetzt mit zwei Niederlagen hintereinander und das fühlt sich so ein bisschen an, als wird das ganze Tendenz wirklich sehr, sehr fallend sein. Ich meine, wir sind mit 25 Punkten, die wir aktuell haben, wirklich sehr, sehr gut bedient und ich bin echt natürlich mega zufrieden. Ich meine, wir sind ja immer noch auf Platz 3 und so schnell werden wir nicht in die untere Tabellenhälfte rutschen, ja. Da sind immer noch 15 Punkte Abstand oder ungefähr 10 Minimum und ja, nichtsdestotrotz müssen wir natürlich ein bisschen gucken, dass wir gegen solche Mannschaften wie jetzt vielleicht jetzt gegen Bremen dann immerhin ein Unentschieden rausholen, denn es kommen auch noch stärkere Gegner in der heutigen Folge, zum Beispiel Wolfsburg, also da bin ich mal gespannt drauf. Nichtsdestotrotz könnt ihr gerne ein Abo dalassen, liken und einfach die Karriere genießen. Es geht weiter, es ist richtig Full Power, eine Folge nach der anderen und wir kommen richtig gut voran und das ist die Hauptsache. Das freut mich richtig. Zurückhaltend, ängstlich. Boah, ich trage den Ball fast ins Tor. Muss ja ein bisschen aufpassen, gell? Ja, wir kommen da nicht richtig in den Zweikampf rein. Oh. Jetzt haben wir den Ball mal erobert. Ja, ich weiß gar nicht wohin, ich muss zurück zum Torwart geben. Sehr eng. Halbzeit 0 zu 0. So, offensiv heißt natürlich, wir können auch wieder mal zusammenspielen. Und ich wollte euch jetzt mal kurz die Flanken zeigen, die mein Spieler aktuell drauf hat. Da freue ich mich schon, wenn ich die Fähigkeit erlernt habe. Oh je, 1 zu 0. Da darf man den Ball natürlich nicht verlieren. Ja, und das ist trotzdem irgendwie das Problem. Es ist irgendwie das Problem. Sonst haben wir diese Tore gemacht in der 75., in der 80. und so. In der 90. meinetwegen auch manchmal. Und jetzt macht sie der Gegner. Ja, dritte Niederlage in Folge. Das war jetzt eine neue Episode, aber nichtsdestotrotz, ich kann da nur applaudieren, aber mehr leider auch nicht. Ah, 5,0 nur, scheiße. Ich hatte ein paar Spiele hintereinander eine 6,5er Bewertung. Das hat natürlich richtig viel gebracht und jetzt rutschen wir wieder einen Platz runter. Damit überholen uns Leipzig und Hertha, Hoffenheim, Bremen, gegen die wir gerade gespielt haben, sind uns quasi direkt auf den Fersen. Können uns am nächsten Spieltag schon überholen. Nächstes Spiel gegen Augsburg. 1-0. Niederlechner. Was ist denn hier los? Also was passiert jetzt gerade mit Arminia Bielefeld? Haha, dafür habe ich abgefangene Pässe gelernt und dann direkt wieder verloren. 2 zu 0. Alter. Wer ist das denn überhaupt? Es ist echt krank. Es ist echt krank. Ich meine, wir waren nie wirklich so, dass man sagt, boah, die sind echt gut. Aber wir haben die Spiele irgendwie gewonnen. War natürlich ein bisschen jetzt auch mein Fehler, weil das eigentlich da meine Position ist, die ich da hätte besser verteidigen müssen. Aber ich habe ihn aus den Augen verloren, er ist mir weggerannt. Und dann schiebt er 1 zum 2 zu 0. Halbzeit. Wieder eine gute Chance. Und er läuft da noch raus, gibt Ecke. Eieiei, die Highlights bestehen nur noch aus Chancen der Gegner oder Gegentoren. 30% Ballbesitz gegen Augsburg, Alter.
Ja, das ist jetzt meiner. War knapp. Ja, ab und zu mal eine Grätsche muss sein. Ein paar Mal hat es ja auch gut funktioniert schon. Boah. Gott sei Dank war ich da auf Zack. Weil sonst wären die relativ frei durch gewesen. Wir stehen ja auch auf Offensiv schon. Das merkt man definitiv. Dass die auf Defensiv und wir auf Offensiv stehen. Da wollte ich auf jeden Fall nicht grätschen. Das war X, ein Pass, aber... Oh, jetzt mit dem Schuss. Der erste Schuss seit 4-5 Spielen von mir. Eher glücklich. Ich habe da ein bisschen nachgesetzt und tatsächlich relativ gut. Ah, schade. 2-0 Endstand. Nächste Niederlage. Nummer 4, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hartes Ding. Alter, ich habe sogar eine 4,5er Bewertung. Schlechtester Spieler. Eieiei. Und damit werden wir durchgereicht auf Platz 6. Aber immerhin haben wir noch unsere 25 Punkte. Damit sind wir punktgleich mit 5 und 4. Ja, es geht hart weiter. Augsburg konnte gegen uns gewinnen. Und jetzt haben wir Wolfsburg vor uns. Auch ein Gegner, der da um Platz 10 ist. Ich glaube sogar genau auf Platz 10. Es ist nicht leicht. Es ist definitiv nicht leicht. Das wird wieder ein hartes Ding. Fitness sieht gar nicht gut aus. Also direkt am Anfang schon so runtergerattert, finde ich nicht geil. Weil ich mich ja gerne mal nach vorne bewege. Ei, das geht richtig gut los. Was ist denn mit meiner Mannschaft? So einen Fehlpass zu spielen. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Eieiei. Und Eigentor. Alter. Was ist denn los? Was ist denn los? Volle Knetze. Platzierter ins Eck. Kann man den, glaube ich, nicht köpfen. Und Wolfsburg darf jubeln. Ja, sehr schön abgefangen. Der Ball geht aber raus. Dreck. Ja, wieder sehr schön abgefangen, aber halt wieder ein Fehlpass. Das wird wahrscheinlich auch so gewertet. Und 2-0. Wichhorst hat vorhin schon fast sein Tor geschenkt gekriegt. Diesmal ähnlich. Diesmal kein Eigentor, aber auch nicht sonderlich gut weggeköpft. Direkt dem Gegner vor die Füße. Und Wichhorst, 3-0. Was ist denn los, Mann? Also, ich bin die letzten Folgen und Spiele ja ruhig geblieben. Lol. Das ist ein neuer Jubel. Den finde ich sogar echt ganz cool. Noch nie gesehen. Lustiger Jubel auf jeden Fall. Ja, jedenfalls, ich bin die letzten Spiele ja ruhig geblieben, weil... Klar, wir müssen auch mal verlieren. Es ist halt so. Es hat mich echt überrascht, dass wir so gut waren mit Bielefeld. Und eigentlich ist es ja so viel besser, weil es halt realistisch ist. Aber ey, was ist denn das? Was soll die Scheiße? Ganz ehrlich, 3-0 wieder zur Halbzeit. Schon wieder halt auch. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Und 4-0. Alter, Malibu, Junge, was ein Dreck. Was ist das denn? Es lief so gut. Jetzt bin ich einmal immer schlechtester Spieler. Schießen Eigentor, meine Mannschaft auch. Und also das ist echt ganz, ganz kurios.
Ich will mich doch gut präsentieren, mich weiterentwickeln, vielleicht zum Starspieler oder so. Was? Das ist doch ein Dreck. Boah, Kopfwald hier, Alter. Wow. 4:0. Und ein geiles Eigentor von mir. Ohne Spaß. So ein Kack. Eröffnung des Transferfensters und das wird natürlich auch interessant für mich. Denn ich sehe, dass es sogar schon losgeht. Mein Vertrag, wann endet dann mein aktueller Vertrag? Das ist die Frage. Auf jeden Fall will mich Bielefeld verlängern. Ich mache keine Transferanfrage, oder soll ich das machen? Das könnt ihr mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob ich eine Transferanfrage machen soll oder nicht. Jedenfalls würde mich Bielefeld verlängern bis 2024, also absolut krass lange. Aber wir nehmen jetzt das noch nicht an. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal rein, ob wir eben verlängern sollen, beziehungsweise ob wir eine Transferanfrage machen sollen oder einfach mal warten sollen und vielleicht kommt ja sowieso ein Angebot rein, wobei ich das tatsächlich nicht glaube. So, und wir spielen wieder, wir stehen in der Startformation. Das ist das letzte Spiel der heutigen Folge und zwar gegen Schalalke. Und Schalalke ist ein Verein, der mal ein bisschen weiter unten ist. Platz 16, aber das soll nichts heißen, wird trotzdem extrem schwer. Wir sind übrigens die Mannschaft mit der schwächsten Offensive. Mittlerweile haben alle mehr Tore erzielt als wir. 9 Stück haben wir erzielt und haben damit 25 Punkte geholt. Also ist schon eine Wahnsinnsleistung, was wir gemacht haben. Haben jetzt mittlerweile aber eine Tordifferenz von -7. Also echt wieder ganz, ganz mies eigentlich. Nicht so geil. Aber jetzt komm, müssen wenigstens mal wieder 3 Punkte einfahren. Die Veltins Arena, echt lizenziert in PES 21. Wunderschön sieht sie aus. Mir gefällt die Arena wirklich sehr, sehr gut. Hat natürlich auch sehr, sehr viele Nachteile. Wenn die Sonne so extrem reinscheint, dann kann man echt schlecht den Platz erkennen. Aber da wir ja hier jetzt gerade irgendwie, es ist irgendwie dunkler, Flutlicht und so, ist top. So, wir sind in den weißen Trikots, ich weiß nicht, in den weißen Trikots waren wir relativ selten. Und gegen Schalke, wie gesagt, ein Team, das ein bisschen weiter unten steht, wir müssen uns endlich wieder aufbauen. Nein, Mann, das gibt's doch nicht. Dreck! Was soll das denn immer? Oh, meine Kamera geht auch bald aus, also irgendwie läuft's nicht. 1:0, Ramann! Dreck und nochmal Dreck. 1:0 zur Halbzeit. Dreck. Ja, jetzt kommt sogar ein bisschen Licht hier rein. Das ist genau das, was ich meine, da sieht man dann echt extrem schlecht. Jetzt komm schon! Gefühlt die erste Chance für Bielefeld seit 3-4 Spielen, die ich nicht initiiert habe, sondern die Mannschaft selber. Eieieiei. Auf jeden Fall. Miese Nummer. Klar, das war hier ein bisschen komisch, was passiert ist, aber von hinten, er kam deutlich zu spät. Das muss gelb geben. Und Ramann und der Torwart. Jawohl, komm schon, das war gut gespielt mal. Endlich klappt mal ein langer, hoher Ball. Und Córdoba scheitert an dem Torwart. Ist es fair, Mann? Ich weiß es nicht. Ich block den Ball. Der andere Kollege blockt den Ball. Mein Balken ist weg, der ist runtergerattert. Vielleicht gibt's noch eine Chance, komm schon, jetzt, vielleicht. Da ist Vogelsammer, Mann. Also heute ist es möglich gewesen. Wir haben einige Chancen gehabt, aber was heißt einige, aber 3-4 Chancen haben wir auf jeden Fall gehabt. Wo es zum Unentschieden, wenn nicht sogar zum Sieg gereicht hätte. Wir sind damit schlampig umgegangen. Und so liegen wir in der 91. immer noch mit 1:0 hinten.
Und das Spiel ist gleich vorbei und wir werden wieder verlieren. Und das sogar gegen Platz 16, gegen Schalke 04. Ja, bittere Angelegenheit. Wird hier fast sogar nochmal zum 2-0. Schiede gibt sogar noch eine Ecke, das ist doch jetzt unnötig. Meine Kamera geht fast aus. Ich bedanke mich damit jetzt schon fürs Zuschauen. Crazy Folge. Ich glaube, wir haben alle Spiele verloren, wenn ich mich nicht ganz irre. Hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht und ja, gerade hier gegen Schalke hätten wir das Blatt eigentlich wenden können. Haben wir nicht gemacht. Ich bin ein bisschen traurig darüber, aber es klappt halt nicht immer alles. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaltet unbedingt bei der nächsten Folge wieder mit rein. Vielleicht gelingt es uns da besser. Macht's gut, haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.